Ja, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil in der HD Remaster Version. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben jetzt wieder eine Art Rätsel. Und bevor ich das jetzt... Ja, okay, wir demonstrieren es mal, weil... es sollte euch ja auch lehrreich sein und ich will hier nicht durchrushen wie so einer... Ja, ihr wisst, was ich meine. Also, Lisa, geschützt von drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am unteren Rand des Bildes ist ein Schalter. Nein, wir drücken den Schalter noch nicht. Wir merken uns jetzt oranges Armband, lila Halskette und grüne Krone. Ja. Es ist im Prinzip, glaube ich, dasselbe wie im Original, nur etwas, sagen wir mal, aufgemotzter. Und zwar, das allererste ist hier, ein Bild eines Helden mit Armband. Das Armband liegt hinter gelbem Glas. Wir drücken auf den Schalter und haben jetzt orange gefärbt. Da wir ein oranges Armband haben, passt das hier. So, ein Weiser mit einer Halskette liegt hinter rotem Glas. Halskette war lila. Hier allerdings rot. Das heißt, nein, das passt nicht. Das heißt, wir müssen das wieder deaktivieren. Genau. Und hier haben wir ein Heiliger mit Krone. Die Krone war, glaube ich, grün. So, es liegt hinter gelbem Glas. Drücken wir, ist orange. Nein, nachdem das Armband schon orange ist, passt das nicht. Deswegen reaktivieren wir es wieder. Sehr gut. Mhm. Und hier ein Heiliger mit einer Krone. Wie gesagt, die Krone müsste eigentlich grün sein. Es liegt hinter gelbem Glas. Ja, jetzt haben wir die grüne Krone, glaube ich, hieß es, ne? Grün gefärbt. Oder die Krone war das, glaube ich, oder? Ja. Nein, drücken wir nicht, weil es ja schon passt. So, hier haben wir eine Weiße mit einer Halskette. Liegt hinter rotem Glas. Drücken wir und es ist lila. Bzw. purpur. Das heißt, wir haben das eigentlich schon geschafft. Aber ich zeige euch das letzte auch noch mit Armband. Es liegt hinter orangem Glas. Nein, brauchen wir nicht, da wir es ja schon haben. So, und jetzt drücken wir den genannten Schalter. Wenn ihr es falsch habt, kommen die Krähen runter und zerpicken euch. Wortwörtlich gesagt. Ja, Todesmaske müssen wir mitnehmen. Und ich glaube, die Tür hier können wir auch aufschließen. Aber die brauchen wir, by the way, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so dringend. Und jetzt müssen wir leider etwas tun, was ich extrem hasse, weil... Ja, aufgrund der Munitionsknappheit. Aber ich sage jetzt mal so, ja, wir werden es schaffen. Mhm, wir müssen es schaffen, sagen wir es mal so. Anders geht es gar nicht für den weiteren Spielfortschritt. Und nein, den Zombie versuche ich jetzt auszuweichen. Weil es eh, auf gut Deutsch gesagt, fast nicht anders geht. Wir haben jetzt zwei. Wo ist denn die dritte und die vierte? Ja, ich muss ganz kurz überlegen, ganz ehrlich. Ja, mir fällt das gerade ein, aber egal, das machen wir auch noch. Das heißt... Wir brauchen hierfür die Todesmaske nicht, aber den Granatwerfer und ich würde sagen die Brandsitze. Ne, das dürfte tatsächlich eigentlich reichen. Ja, so gesehen müsste das eigentlich reichen und hier laden wir auch noch nach, damit wir einen Platz mehr haben. Ja, viele von euch werden sich jetzt fragen, shit, was machst du denn? Ja, ihr werdet es gleich sehen. Und ich hasse diesen Teil des Spiels. Hoppala, ich habe was vergessen. Ja. Deswegen müssen wir die Todesmaske... Also müssen nicht, aber deswegen ist es besser, wenn wir die Todesmaske gleich mal ablegen. So. Und zwar brauchen wir hier nämlich relativ dringend einerseits die... Ja, muss ich ehrlich sagen, die fehlende Musik und zum anderen das Feuerzeug. Ja, ich könnte die Kräuter rein theoretisch liegen lassen, aber vielleicht brauchen wir sie doch noch. Falls wir nicht zufällig von diesen Viechern angebissen werden. Ja, ich habe nämlich ganz vergessen, dass wir noch was zwischendurch erledigen hätten sollen. Falls es sich ausgeht, machen wir das in diesem Part noch. Ansonsten machen wir das halt im nächsten. Ich werde eh wahrscheinlich nach diesem schon speichern, weil es ist doch heute schon relativ spät und irgendwann muss ich auch mal ins Bett. Okay, der Zombie liegt gleich mal super. Achso, den anderen... Ja, wir können... Den Dolch, den habe ich gar nicht gesehen, den können wir wieder mitnehmen. Ja, ich dachte mir schon, hä? Ich habe ihn doch geköpft. Also ich habe ihm ja den Kopf weggeschossen. Wie kann der noch... Egal, wir haben den Dolch wieder. Das gefällt mir. Sogar sehr. So. Ja, Richard lebt noch. Gott sei Dank, muss ich ehrlich sagen, weil... Ich meine, Richard in dem Sinne,
Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gemeiner, weil ich es so sage, aber Richard selber ist mir eigentlich tatsächlich, blöd gesagt, relativ egal an der Stelle, aber ich habe meine Gründe, warum ich eigentlich will, dass er überlebt. Okay, hier liegt normalerweise nämlich entweder Munition oder ein Dolch. Egal. Passt schon so. So. Ui, da liegt sogar Pistolenmuni, aber die... Naja, die will ich jetzt nicht mitnehmen. Ich habe meine Gründe. So. Hier das Feuerzeug. Ja, es ist nur deswegen wichtig, damit wir hier was sehen. Ui, der Zombie kommt ja sogar hier rein. Alter Schwede, warum... Wow. Wowie, sowie, warum... Sagt mir das keiner. Ja, ganz ehrlich, ich bin gerade etwas paff, weil ich echt nicht wusste, dass die hier reinkommen. Ganz ehrlich, wollt ihr mich verarschen? Egal. Wir holen uns nämlich das Notenblatt, meine lieben Freunde. Und ich hoffe, ich komme da jetzt raus, ohne dass ich... Wow, knapp, knapp, Leute. Ganz ehrlich, knapp. Ich wusste nicht, dass der jetzt bei der Tür rein kann. Ja, das gibt es nämlich tatsächlich immer wieder. Uiuiui. So, und jetzt haben wir nämlich das die fehlende Musik, das Notenblatt, das überprüfen wir natürlich. Der Anfang und das Ende der Musik fehlen. Ja, mittlere Saiten kombinieren und überprüfen. Ja, jetzt haben wir die vollständige Partitur der Mondscheinsonate. Ja, ja, es pisst mich gerade etwas an, dass wir... dass ich das jetzt, also ich hätte das jetzt machen können, ich hätte beide Zombies jetzt erledigen können, will ich jetzt allerdings nicht, weil ich by the way jetzt gerade drauf gekommen bin, dass ich etwas vergessen habe. Und das hängt leider auch ein bisschen, egal, nee, wir machen das jetzt. Ja, ich ziehe das jetzt eiskalt durch, müssen wir ja auch nebenbei bemerkt, aber da ich sowieso nach diesem Part spätestens speichern und pausieren werde, macht mir das jetzt auch nichts. Aber es pisst mich gerade etwas an. Ja, ich habe das jetzt nämlich... Ich will nicht sagen falsch gemacht. Nee, falsch nicht, aber... Ich sag mal so, ich hätte das Ganze jetzt etwas anders einleiten müssen. Aber egal. Nee, wir haben es jetzt schon andersrum gemacht. Also ich mache es normalerweise etwas andersrum. Weil ich nicht wusste, dass dieser eine Zombie jetzt einfach durch die Tür geht. Das hängt tatsächlich auch ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad ab. Gut, auf einfach muss man sowieso sagen, ballert man sich hier einfach durch, weil man bekommt sehr viel Munition, man bekommt sehr viel Heilung und so. Und ihr seht ja selber, jetzt auf normal schaffe ich das einfach nicht so. Der Zombie da vorne müsste noch herumrennen. Ach so, den habe ich ja schon erledigt. Okay, das heißt, den müssen wir auch bei nächster Gelegenheit bitte mal verbrennen, damit sich der nicht verwandelt. Ja, weil ich brauche nicht so viele Crimson Heads. So. Und hier die Mondscheinsonate. Gut gespielt, Süße. Ja, das war jetzt sehr gut. Aber wir müssen hier noch vorher was anderes machen. Ich frage mich sowieso, warum sie die Mondscheinsonate spielen kann. Ich meine, okay, man weiß über Jill ja hobbymäßig jetzt nicht viel. Ob sie jetzt prädestiniert fürs Klavierspielen ist oder nicht, das weiß man ja in dem Spiel tatsächlich nicht so. Ich überlege nämlich gerade, was wir jetzt noch holen können oder müssen. Ah, ich weiß schon wieder. Ja, deswegen pisst es mich gerade an, dass ich das jetzt falsch herum gemacht habe. Andersrum wäre es nämlich tatsächlich jetzt timingmäßig etwas intelligenter gewesen. Aber wir haben ja keinen Stress. Egal. Ja, ihr werdet nämlich schon merken... Moment mal. Bin ich jetzt blöd? Wenn ich jetzt zurückgehe... Ja, ich bin jetzt gerade drauf gekommen... Verdammt. Deswegen muss ich wieder sagen, ist es wirklich an dieser Stelle wichtig, sich den Weg richtig einzuteilen.
ja, unter anderem die Hunde hier erledigen, unbedingt. Ich finde es halt auch lustig, dass die Hunde eigentlich quasi ab dem zweiten Teil, blöd gesagt, überhaupt keine Bedrohung mehr darstellen. Gut, sie stehen auch hier nicht als Bedrohung da, wenn man das auf leicht spielt. Es wundert mich eh ein bisschen, dass ich es auf Profi auch schon geschafft habe. Aber das war auch eine Prozedur, wo ich sagen muss, wow. So. Ja, die Tür haben wir ausgelassen. Ich habe ja erwähnt, glaube ich, im ersten Part war das sogar noch, dass wir hier etwas bekommen, was ganz, ganz wichtig ist. Und das feigt mich eben an, dass ich das mehr oder weniger übersehen habe. Und zwar die Chemikalie. Mhm. Ja, hier wäre noch ein bisschen was anderes, aber das brauchen wir jetzt, by the way, nicht. Und ja, das war jetzt eigentlich wieder, muss man dazu sagen, unnötiges Gerenne. Also unnötig nicht, aber ich hätte das Ding, by the way, direkt mitnehmen können. Habe ich nicht vergessen, aber dadurch, dass ich jetzt falsch gelaufen bin. Ja, weil ich jetzt etwas überfordert war mit den beiden Zombies in einem Raum. Normalerweise wäre mir das egal, aber da wir nicht so viel Muni haben. Und ich sage jetzt mal so, ihr werdet bald feststellen, warum es wichtig ist, bis hierher zumindest, blöd gesagt. Warum es wichtig ist, hier vor allem Muni zu sparen. Obwohl wir jetzt eh auch den Granatwerfer haben. Mhm. Es wundert mich ja direkt, ich habe vor kurzem erst privat mit einem gequatscht und von dem der Bruder, der ist gerade mal, ich glaube, 12 oder 13 und der kennt tatsächlich nur die ganz neueren Resident Evil Teile. Ich meine, wundern tut es mich nicht, aber als er meinte, ja, spiel mal Resident Evil Remake, also das hier quasi, meinte er, nee, das ist ihm zu altbacken und dann denke ich mir, ja, für uns war es ein geiles Spiel oder ist es bis heute noch und ich finde das halt so faszinierend, dass die jüngere Generation mehr oder weniger diese Spiele nicht mehr hat. Ich finde nämlich, by the way, die aktuellen Resident Evil Teile nicht so prickelnd. Nee. Muss ich leider zugeben. Oh Mann, der Zombie hier pisst mich an, obwohl er mir eigentlich gar nichts tut. Und rennt da unten jetzt auch einer rum oder nicht? Hat mich das vielleicht getäuscht? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade selber nicht genau. Okay. Dann habe ich mich wohl tatsächlich getäuscht. So. Ja, wir werden direkt gleich mal die Chemikalie benutzen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ein paar Fenster. Und ja, man sieht schon, das sind ein paar Zombies, die an der Scheibe glotzen. Ja, weil Jill so hübsch ist. Ganz logisch, ne? So. Und was ist hier? Ja. Hier füllen wir zuerst einmal die Chemikalie ein, würde ich sagen. Ja. Mhm. Und der Deckel dieser Wasserpumpe ist offen. Wasserpumpen? Ja. Auf welche Farbe möchten Sie den Schalter stellen? Ganz klar, rot. Tja, es hat nur den Zweck, das ist nämlich eine Art Unkrautvernichter, dass der quasi einfach nur die Dinger frisst, also die Pflanzen, weil sonst kommen wir hier nicht vorbei und können sonst diese dritte Todesmaske nicht einsammeln. Ja, ist einfach ein Teil des Spiels, der unglaublich gut gemacht ist und weil wir schon da sind, ja, nehmen wir jetzt ein Kraut mit und ich würde sagen, kombinieren wir gleich mal zwei davon, damit wir einen Platz mehr haben. Ist zwar jetzt nicht so relevant, aber dennoch wichtig. Mhm. Sehr wichtig sogar. Für mich zumindest. Und ja, wer hätte es gedacht? Die Zombies kommen natürlich durch die Tür rein. Oder durch die Fenster, besser gesagt. Ja, deswegen. Die kommen auch so. Sobald man da durchgegangen ist, kommen die. Aber ich sage jetzt mal so. Die stören uns derweil nicht. Die interessieren mich auch derweil nicht. Was legen wir jetzt ab? Ich überlege gerade, ganz ehrlich. Ich frage mich, ob wir hier das Serum eigentlich wieder mitnehmen können. Nee, hier gibt es verschiedene Arten von Seren. Viele haben eine sonderbare Farbe. Okay, dann halt nicht. So, das Feuerzeug brauchen wir jetzt gerade. Achso, angezündet haben wir ja. Das heißt, das Ding brauchen wir jetzt momentan nicht. Aber ich nehme mit die Brandsätze. Glaube ich zumindest. Oder brauchen wir die jetzt? Nee, die nehmen wir nicht mit. Nee.
Und die Heilung, ich denke nicht, dass wir die jetzt brauchen. Also ein Kraut müsste eigentlich hier theoretisch reichen. Mhm. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nee. Nee, ich bin mir sogar zu 90% sicher, dass wir jetzt genau das haben, was wir noch brauchen. Ach so, da ist ja auch ein Zombie. Ja, den vergesse ich meistens. Nein, 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 nein. Jawoll! Ein Batteriepack. Sowas wie ein, nennen wir es mal, sowas wie ein Elektroschocker, den die Frauen ja bei den Männern ganz gerne mal benutzen, wenn sie sich belästigt fühlen, ne? Hat er nicht gesagt. Doch, habe ich gesagt. Mhm. So. Ja, warum ich jetzt gezielt eine Maske dabei habe? Ich habe meine Gründe. Und jetzt müssen wir... Boah, shit, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ah ja, wir müssen jetzt quasi zum Klavier zurück. Weil... Ja, ihr werdet es gleich sehen, warum. Ich habe mich damals, also ich habe ja damals, als ich es das erste Mal gezockt habe, nur für mich, ich habe ewig gebraucht, um herauszufinden, wie man, also nicht das mit dem Klavier, ihr werdet es gleich sehen, weil früher war ich so, wenn ich ein Spiel gespielt habe, ich habe immer gleich alles mitgenommen und das ist in diesem Spiel halt nicht so, dass man das unbedingt machen muss. Trotzdem brauchen wir jetzt tatsächlich das hier, ein Symbol. Aber wir schauen uns das jetzt gar nicht erst an, weil es tatsächlich jetzt nicht relevant ist. Nein, ist es nicht. Und ich habe jedes Mal Schiss, dass der Zombie hier gleich mal aufsteht. Aber das ist wahrscheinlich abhängig davon, welche Leistung wir bringen. Von den Ereignissen her, das wisst ihr eh. So. Weil wir müssen nämlich jetzt da rein und finden etwas. Aber da ist zuerst was zu lesen, glaube ich. Ja. Trevors Tagebuch. 24. November 1967. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wieso bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mal und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses. Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich. Meine Familie. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. 26. November 1967. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das machte es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 13. November, der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Laborkitteln etwas wie, wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon... Ich bete für ihre Sicherheit. 25. November 1967. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tieraugen, Goldsymbole. Das darf ich nicht vergessen. Okay. Ja, wir müssen jetzt nämlich das Ding hier nehmen. Das ist nämlich ein Goldsymbol. Ja, und warum sich das Ding jetzt schließt, ist, glaube ich, logisch. Und deswegen braucht man hier das Holzteil. Genau. Ja, eine relativ einfache Dynamik. Einfach... Ja, warum wir das brauchen, das ist auch irgendwie eines der Rätsel, wo ich schon sagen muss. Ich meine, wenn wir uns an Resident Evil Zero erinnern, da musste Rebecca einfach nur reingehen, während Billy, glaube ich, spielt. Ja, das ist fast ein bisschen zu easy, möchte ich mal behaupten. Mit Betonung auf fast. Oh, habt ihr das gehört? Ja. Ja, wir wissen ja mittlerweile, dass die Zombies komischerweise durch manche Türen einfach krachen können. Und das heißt, wir setzen hier nämlich dann das Goldsymbol ein. Ja. Ich nenne das jetzt keine Cutscene, deswegen schneide ich das jetzt nicht. Ja, das Uhrwerk ging auf. Und wir müssen uns jetzt zuerst einmal das Gemälde hier ansehen. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Okay. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Anscheinend können sie die Räder im Uhrwerk drehen. Ja, das werden wir auch ausprobieren. Ja, den großen, also sprich, also der große ist eigentlich der kleine, also der Stundenzeiger. Links. Die Richtungen sind relativ egal.
weiter drehen, ja, nochmal groß und nochmal links. Und jetzt nicht mehr drehen. Und da ist etwas, ja, ein weiterer Hausschlüssel. Wobei wir den leider, muss ich ehrlich sagen, so gesehen, nur einmal brauchen. Ja, es gibt ja gewisse Schlüssel, das kann ich jetzt schon mal sagen. Also tatsächlich gibt es gewisse Schlüssel, die man so gesehen wirklich nur einmal benötigt, was ich persönlich etwas für einen Arsch finde. Sorry für den Ausdruck, aber es ist ja so. Ja. Wir haben eine Todesmaske dabei, das passt. Wir müssen sowieso, also ich werde wahrscheinlich, ich überlege nämlich gerade, ja, nach diesem Part muss ich speichern. Wie gesagt, ich werde dann eine längere Pause machen. Ihr habt ja schon wieder ein bisschen Vorrat. So, wir gehen wieder zu Richard. Und nein, wir gehen nicht zu den Zombies, die mich da jetzt so sehr überrascht haben. Nee, tue ich nicht. Es wäre zwar relevant, aber nee, muss ich nicht. So, und hier haben wir den Schlüssel fürs Haus verwendet. Wir brauchen ihn nicht mehr ablegen, passt. Haben wir automatisch wieder einen Platz mehr. Oh Mann, was ist denn das für eine groteske Tür? Und wo sind wir denn hier? Ich glaube, hier ist Muni, oder? Sie sehen nichts. Ach so, da ist... Okay, normalerweise ist da Schrobmuni, ganz ehrlich. Einfach mal so eine Riesenschlange, aber zumindest hilft uns Richard. Ja, normalerweise müsste man an dieser Stelle tatsächlich die Schlange nicht unbedingt töten. Oder zumindest nicht unbedingt, sagen wir mal, bekämpfen. Thanks. Und ja, ihr seht richtig, die Schlange hat... Hoppala, haben wir keine Muni mehr? Oh, wir haben keine Muni mehr. Ja, dann schießen wir jetzt mit dem Granatwerfer. Deswegen habe ich ihn ja mitgenommen. Habe ich sie jetzt getroffen? Ja, wir nehmen einfach mal die nächste Todesmaske mit. Was? Ja, wir hätten sie nicht besiegen müssen, weil sie tatsächlich einfach abhaut. Und hier haben wir Richards... Kampfgewehr gefunden. Was ist hier der Unterschied zwischen dem Kampfgewehr und dem normalen Gewehr? Das Kampfgewehr ist tatsächlich etwas effektiver im Gebrauch. Ja, fällt mich jetzt persönlich etwas an. Also wenn man Richard hier nicht rettet, nebenbei bemerkt, dann bekommt man das Gewehr halt einfach nicht. Das ist das Problem. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich die beiden Zombies noch erledigen soll. Oder zumindest einen der beiden. Ach, das können wir jederzeit machen. Scheiß drauf. Ich rüste trotzdem die... Also das normale Gewehr ist jetzt quasi auch nicht mehr in Gebrauch. Also man kann jetzt beide nehmen, man kann aber auch eines der beiden ablegen. Ich persönlich bevorzuge hier allerdings eh das Kampfgewehr. Oh, da ist ein Zombie. Wieso kommt jetzt auf einmal ein Zombie hier? Hä? Ja, ich bin immer wieder überrascht. Aber Leute, ich laufe jetzt sowieso zum Speicherraum, weil wir haben jetzt rein theoretisch... Ja, wir haben jetzt rein theoretisch alle Masken. Trotzdem sage ich an dieser Stelle schon mal, weil ich jetzt eben zurücklaufe, speichern. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir eventuell Like und einen Kommentar. Oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Resident Evil in der HD Remaster Version. Bis dahin, macht's gut, Leute.